Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch ja zu einem Vor-Unboxing. Und zwar habe ich von Aukay was bekommen. Also haben sie mir gefragt, ob sie was haben, was ich in einem Video vielleicht umsetzen können würde. Und ich hatte mir, die hatten mir, glaube ich, eine Dashcam hatten sie mir zur Auswahl gegeben. Und ich gesagt, eine Dashcam klingt ganz cool. Weil man, wenn ich fahre, man erlebt ja immer wieder irgendeinen Scheiß. Und dann habe ich gefragt, ob denn noch, also ich zeige euch das erstmal. So. Und dann habe ich halt wegen dem Ding noch gefragt, ob ich das haben dürfte. Weil das hat mich megamäßig interessiert. Das ist für einen Zigarettenanzünder und da hat man zwei USB. Habe ich schon. Aber das Ding ist ultra dünn. Das, ich habe nämlich an der Seite, also an meinem Kanal, also wo die Lehne drauf ist und so, habe ich an der Seite so einen Zigarettenanzünder dran. Mit so einer Klappe kann man auf und zu machen. Oder im Aschenbecher habe ich auch einen Zigarettenanzünder, also in diesem Fach. Wenn ich da aber einen normalen Stick reinmache zum Laden, kriege ich den nicht zu. Und hier vorne hängt das dann immer runter und das nervt mich einfach. Und damit, weil das so klein ist, kann ich da drin machen, die Klappe hier zu, der Aschenbecher hier zu. Und ich brauche das nicht immer wieder neu rausholen und irgendwo ins Handschuhfach donnern, wo ich es dann wieder suchen muss. Und da habe ich gedacht, dann machen wir mal hier so ein kleines Unboxing. Machen wir erstmal rein zu dem Video, zu dem mache ich dann später ein Video. Obwohl, machen wir einfach ein Unboxing von allen Bäden. Und hier denke ich mal, brauche ich dann nicht extra ein Hardware-Video machen, weil da ist nicht großartig was zu machen. Weil das ist einfach nur ein kleines, schnuckliges Teilchen und steckt da dann in den Zigarettenanzünder rein. Okay. Oh, die sieht ja cool aus. Mit Effekt. So. Ist da unten was drin? Ne, da unten ist nichts drin. Ja, wie gesagt, habe ich auch Schiss, dass mir das irgendwie abhanden kommt. Deswegen werde ich das so mit ins Auto nehmen, mit Karton. Und hier seht ihr praktisch, da steht auch hier dran. Ja. Und das ist ultra dünn. Also bis hier geht es in Zigarettenanzünder wohl. Da soll wohl nur dieser kleine, dünne Ring hier oben rausgucken. Und 2,4 haben beide. Sieht man's? Sieht man, ja. Und damit geht dann halt auch vernünftig zu. Weil das hat mich momentan immer genervt. Und das eine hat auch, was ich an der Seite dran habe, hat auch ein blaues Licht. Und oh, abends dann manchmal, wenn das dann dran ist und ich mein Handy gerade lade und das leuchtet, dann spiegelt sich das im Beifahrerfenster manchmal ein bisschen. Das ist echt nervig. Und jetzt habe ich hiermit so ein kleines Ding und kann Aschenbecher zumachen, der muss nicht mehr offen stehen bleiben. Also der wird nicht benutzt, der Aschenbecher. Doch, wird benutzt, da ist Kleingeld drin. Na, Kleingeld nicht. Da ist, ja, meine Einkaufschips sind da jetzt drin. Ich hatte vorher so ein bisschen Kleingeld immer drin, immer wenn ich einkaufen war, so 10 Cent, 20 Cent drin geschmissen, Euro oder so. Und jetzt habe ich halt mehrere so eine Einkaufschips. Habe ich am Schlüssel, im Wohnungsschlüssel habe ich einen, am Autoschlüssel zwei, weil die gehen mir grundsätzlich immer verloren und im Handschuhfach sind auch noch zwei, drei drin, falls mal was ist. Ja. Haben wir das. Ja. Und hierzu mache ich dann halt ein separates Video, ein Unboxing und ein Hardware-Video zu der Dashcam, dass wir uns die dann mal ganz genau angucken können. Ja. Und ich muss auch noch, ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht wegen Befestigen. Weil da müsste ich dann zu meinem Werkstattmann. Und dann müsste oben der Himmel so ein Stück abgemacht werden, die Seitenverkleidung ein bisschen abgemacht werden. Da soll wohl ein langer USB-Kabel drin sein. Und den müsste ich dann langlegen und dann unten irgendwie rauskommen, irgendwie auf USB machen. Ich habe noch keinen Plan. Und Urlaub geht momentan vor dem Einbau. Weil das tue ich mir ehrlich gesagt nicht an und baue das selber ein. Es sei denn, man kann das halt vielleicht mit, ich hatte schon gedacht, dass ich den Kabel runterhängen lasse, so ein bisschen, dass man es unten ran macht. Und dann habe ich ja hier, kann ich da Strom holen. Ja, das gucken wir uns gleich an. So, dann soll es jetzt zu dem Video over die, erstmal gewesen sein, Unboxing. Wie gesagt, den gibt es hier in Black und in Weiß. Und
Werbung wird logischerweise auch drin sein, weil ich, also der Werbebanner, weil habe ich ja gestellt bekommen. Ich bin echt megamäßig gespannt. Also die Gesamtbewertung, ich habe mir da ja schon ein bisschen was durchgelesen zu dem Ding, die war echt gut. So, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.